Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall The Longest Journey. Ich muss den ganzen Weg nach unten bis zum Sublevel minus 58 gehen. Ja, irgendwie. Irgendwie so. Minus 57. Ach, okay, da oben steht noch ein paar Minuten. Ich muss warten, bis Damien den Alarm ausschaltet. Habe ich jetzt zu früh gedrückt? Okay. Ach, sowas ist immer so aufregend. Ach nö. Zunächst einmal, halte deine Augen nach Spinnen offen. Wenn sie dich entdecken, bist du tot. Nutze Eingänge und Lüftungsschächte als Versteck, wenn sie in deiner Nähe sind. Sei leise und bleib unsichtbar, dann wird dir nichts geschehen. Gut. Um dann in Dreamcore selbst hineinzukommen, musst du einen Weg in die Büros finden, die den Dreamcore-Raum umgeben. Und um das zu schaffen, müssen wir die Energieversorgung für die Türen unterbrechen. Ich kann die nötigen Bereiche abschalten, wenn du mich in das geschlossene System dort unten hineinpatchen kannst. Du musst eine Wandverkleidung namens PSA-1 finden und entfernen und die Software, die ich dir gegeben habe, direkt ins System hochladen. Die Wandverkleidung befindet sich an der Außenwand des Korridors, auf der entgegengesetzten Seite, von der du hereinkommst. Nahe der Türen zum Untersektor 2. Sie dürfte etwas schwer zu entdecken sein, also sieh dich genau um. Und denke an die Spinnen. Ich möchte dich gerne in einem Stück zurückhaben. Ich will nicht an Spinnen denken. Ehrlich, Mann, Spinnen sind voll widerlich. Ich kann nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Habe, nein, ich ja, kam. Hör auf. Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Wie viele Spinnen gibt es denn hier? Zoe. Das ist das medizinische Labor. Ja, okay. Oh. Ja, das ist ja was für mich. Obwohl, eigentlich müsste ich ja geübt sein im Verstecken. Naja. Medizinisches Labor, da muss ich aber nicht hin. Sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Wie viele laufen denn hier? Ich weiß auch nicht, wie nah ich daran kann. Ja, ich will mich gar nicht. Hallo? Nein. Sorry. Das ist eine geschlossene Umgebung und dort kommt die Luft her. Aha. Schatz. Das muss das Laboratorium sein. Laboratorium. Das ist doch hier. Das ist ja wohl ein Witz. Dann gehen wir mal weiter. Wenn sie nicht mal so rennen würde, ne? Was ist das? 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 Willst du mir keine Antwort geben? Es ist ein Data Key Scanner. Aha. Das habe ich nicht. Ah, oh, da kommt eine! Zoe! Zoe! Auf! Auf! Pur hier. Aber mehr oder weniger, ne? Oh. Das wird bestimmt ewig dauern, bis ich das gefunden habe. Ganz einfach aus den Gründen, weil ich danach suche. Ah, okay. Ja.
Danke, danke. Das sieht wie das Sicherheitsbüro aus. Damien sagte mir, da nicht reinzugehen, bevor ich nicht bereit dazu bin. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ziemlich heavy. Bevor ich nicht bereit dafür bin? Hä? Was heißt denn das? Er hat auch irgendwas von der Wandverkleidung gesagt, ne? Aber ich weiß nicht. Egal, wir gucken erstmal weiter. Ich glaube, das ist das Kybernetikbüro. Ja, ich glaube, das kann ich mir sparen. Das sieht so wie anscheinend anders. Da hinten ist es so schön rot. Ich kann nicht zurück, bis ich erledigt habe, weshalb ich hierher kam. Ja, okay. Gut. Eine Runde haben wir bereits gemacht. Jetzt ist nur die Frage. Was ist denn das hier? Diese Aufzüge fahren hinauf zum Erdgeschoss, aber ich kann leider diesen Weg nicht nehmen. Ja, sollst du ja auch nicht. Ich wollte ja nur wissen, was das ist. So was ist das nichts für mich. Ja, das ist medizinisch. Toll. Das ist eine geschlossene Umgebung und dort kommt die Luft her. Hm. Auf jeden. Was heißt denn Wandverkleidung? Das ist eine geschlossene Umgebung und dort kommt die Luft her. Wandverkleidung. Ich weiß nicht so genau. Das ist eine geschlossene Umgebung und dort kommt die Luft her. Ja, ich weiß, nervt ein bisschen, wenn sie immer wieder dasselbe sagt, aber ich muss mich hier ein bisschen ausprobieren. Weil es ist etwas in dieser Wand. Es ist eine Gleittafel. Es ist offen. Ich kann jetzt auf das geschlossene System zugreifen. Es ist offen. Wie denn? Ach, Alter, beeil dich. Ich werde die Software von Damien in das geschlossene System laden. Ja, hau rein. Dort. Das sollte ihm ermöglichen, die Energie der Bürotüren abzustellen. Ah. Es ist... Sobald du das Patch hochgeladen hast, kann ich den Strom für die Türen abschalten. Danach sollte es dir möglich sein, die Büros zu betreten. Leider wird dann die Tür zum Dreamcore-Raum noch immer verschlossen sein. Sie läuft mit ihrem eigenen Sicherheitssystem und die einzige Möglichkeit, in den Raum zu gelangen, ist die mit einer autorisierten Zugangskarte. Dazu kommen wir später. Jetzt musst du erst einmal den Bio-Wurm scannen, den ich dir gegeben habe. Und bevor du das tun kannst, musst du ihn in einer speziellen Kapsel platzieren. Du findest solche Kapseln in dem Labor, das direkt am Ende der Halle liegt, von der Wandverkleidung aus gesehen. Ja. Es ist ein Data-Key-Scanner. Offensichtlich nicht. Ne, dann muss ich wahrscheinlich wieder in eine andere Richtung, ne? Aber ich laufe mal so. Weil die Spinne scheint ja den üblichen Weg zu gehen. Muss ich überall einmal rein? Deaktivieren, bevor ich in der... Okay. In solchen Sachen bin ich echt nicht gut. Also ich meine, bis jetzt geht's ja. Aber Orientierung und so. Ich glaube, das ist das Kybernetikbüro. So, von hier sind wir gekommen. Im Scanner ausgesehen, hä? Ah.
Was zur Hölle ist das? Gegen jeden Zugriff gesperrt. Ich glaube, dass die Sicherheit hier top ist. Nicht mal die Software von Leaf würde eine Chance haben. Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Sie ist sicher. Es ist ein kleiner Biometriescanner. Also, den Wurm in eine Kapsel stecken, sie hier einsetzen und schon liest er alle relevanten biometrischen Daten. Es ist ein... Ja? Es ist ein... Machst du das jetzt von selbst oder was ist los? Oder muss ich irgendwas noch finden? Ich bin verwirrt. Ich sag ja, sowas ist nichts für mich. Da unten steht jemand. Bin mir nicht so sicher, ob das so schlau ist. Geschützt. Sie ist sicher geschützt. Was denn für ein Wurm? Warte mal, können wir hier was mit dem Handy? Es ist ein kleiner Es ist ein kleiner Biometrisk. Ja, das ist damit nicht gemeint. Ha? Wie er für Sicherheit sorgt. Naja. Kann ich hier irgendwas machen? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt, weil ich das... Mir fehlt was, oder? Muss ich noch woanders rein? Mann, das war auch so viel Info. Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Ja, auf jeden. Okay. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Es tut mir sehr leid. Muss ich noch irgendwas? Das muss das Laboratorium sein. Ah. Habt ihr einen Wurm? Ist das der Wurm? Ich kann nicht darauf zugreifen. Sogar die Software von Leaf hätte keine Chance gegen die Sicherheitssysteme, die Worty verwendet. Wenn du den Wurm in einer Kapsel platziert hast, musst du sie scannen. Okay. Das musst du dann auch mit dir selbst tun. Die Scanner laden dann, mit meiner bescheidenen Hilfe, die DNA von dir und dem Wurm in die Wächtersoftware des Dreamcores hoch. Das erlaubt dir dann, die Luftschleuse zu betreten. Beide Scanner befinden sich im MedLab, dem medizinischen Labor. Okay, cool. War ich ja doch nicht ganz so falsch. Und es stört mich gerade, dass wir entgegengesetzt der Spinne laufen. Ehrlich gesagt. Oh, alles gut. Es ist so, ein kleiner Biometriescanner. Also, es ist ein kleiner Biometrie. Ja, hör mal auf. Wieso geht das nicht? Oder ich muss den scannen? Ah! Bin ich zu früh zurückgelaufen? Ah, okay. DNA und Zellzusammensetzung analysiert. Hast du toll gemacht. Kann ich den jetzt einsetzen? Es ist ein kleiner Biometrie. Ich bin irritiert. Oder muss ich ihn anders scannen? Ich weiß es nicht. Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Nam, 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 nam. Nam. Wie geht das? Wie macht man das denn?
Also, uns haben wir es schon mal gescannt. Lock mich gar nicht ran, ne? Schade eigentlich. Und wie scanne ich das Teil? Weil einsetzen kann ich es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich in die anderen Räume noch rein? Ja, nee. Ja, okay, gib auf. Hier wohl eher nicht. Das habe ich mir aber eben schon gedacht. Oder hatte ich schon gedrückt. Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Irgendwas hat die Mira jetzt nicht geschnallt. Ah, hier komme ich noch rein, okay. Huhu! Ha! Hi! Na? Alles fit? Ich hoffe, ihr seid deaktiviert. Nur mal kaputt. Diese Konsole ist gesperrt und der Schutz ist wahrscheinlich wasserdicht. Ohne Leaves Hilfe würde ich nicht wagen, darauf zuzugreifen. Hier kann ich gar nicht wirklich irgendetwas machen. Noch zumindest nicht. Dann würde ich auch sagen... Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt... Wie scanne ich das Teil? Kann ich den da reintun? Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Es ist ein kleiner Biometrie-Scanner. Also, den Wurm in eine Kapsel stecken, sie hier einsetzen und schon liest er alle relevanten biometrischen Daten. Den Wurm in eine Kapsel setzen. Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendetwas fehlt mir hier. Weil hier, also die Kapsel habe ich ja. Hä? Sie ist sicher geschützt. Aha. Was habe ich denn nicht verstanden? Oder was fehlt mir? Wo zur Hölle gibt es hier Würmer? Aber ich habe ja eben schon alles abgesucht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier komme ich nicht ran. Es sieht so wurmmäßig aus, aber es geht nicht. Eine leere Kapsel für den Wurm. Ja, okay. Was ist denn mit Wurm gemeint? Was? Ich bin gerade irgendwie überfragt, ehrlich gesagt. Die Konsole ist gesperrt. Konsole ist gesperrt. Habe ich nicht gesehen. Die Irgendetwas muss ich übersehen haben. Oder nicht gecheckt. Eins von beiden wird es sein. Okay, da brauchen wir gar nicht weiter rein. Hier geht's nicht durch. Oder muss ich wieder an das Dings zurück? Wir müssen ein paar Rundgänge machen. Ich habe keinen Bock auf Spider-Bot. Der ist irgendwie nicht so meins. Wo ist denn jetzt dieses Schaltding? Ist es wieder dicht? Nein. Zoe. Hör auf.
Ach da. Nee. Keine Ahnung. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Oder überfragt. Entweder habe ich irgendetwas nicht geschnallt, was mich nicht wundern würde. Da habe ich ein Talent für. Oder etwas noch nicht gefunden. Von was für einem Wurm reden die denn? Weil die Kapsel ist leer. Also ist ja logisch, ich habe ja nichts eingesetzt. Und ich habe hier auch... Ach, what the fuck. Das ist nicht dein Ernst. Aber guck mal, den siehst du auch voll schlecht. Okay, ich habe nichts gesagt. Das habt ihr nie gesehen. So. Sieht wie ein echter Wurm aus. Ja. Sorry, sei still. Wir müssen uns beeilen. Ja, wunderbar. Ich renne die ganze Zeit damit rum. Ja. Das ist Zocken mit Mira-Style. Ja, das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Ich sag euch das. Oh, scheiße. Ich bin so ein super verpeilter Mensch, ey. Sowas wird man, glaube ich, auch nicht los. Ja. Oh, schön. DNA und Zellzusammenstellung der biologischen Wesenheit wurde analysiert und für Zutritt und Eingriff in den Kern freigegeben. Danke. Nachdem du den Wurm und die Chips gescannt hast, musst du einen Schlüssel zum Greencore-Raum aufspüren. Der Sicherheitsoffizier vom Dienst wird nicht in seinem Büro sein, das werde ich sicherstellen. Aber Rio hat mir erzählt, dass sie immer irgendwo einen Ersatzschlüssel haben. Das ist eine katastrophale Verletzung der Sicherheitsbestimmungen, aber es macht deinen Job um einiges leichter. Du musst das Sicherheitsbüro durchsuchen, um ihn zu finden. Okay, das machen wir erst im nächsten Part. Irgendwas wollte ich jetzt eben sagen. Ach so, mir war eigentlich schon... Ich weiß nicht, eigentlich hatte ich auch gedacht, dass er mir den gegeben hat. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Also er war für mich nicht ganz so offensichtlich. Ich sollte vielleicht besser in mein Inventar gucken. Ja, sorry. für die Rumrennerei. Oh, das ist schön. irgendwann mache ich mal ein Pannen-Best-of. Das wird lang dauern. Okay, gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir suchen dann beim nächsten Mal nach dem Schlüssel oder irgendwie sowas. Kriegen wir schon hin. ich hoffe trotzdem, dass euch der Part gefallen hat. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, scheiße.